Das ist tatsächlich mit einer minus 3 nicht geschafft. Ich schau mal, Du ob ich hast einen Glück habe. Schicksalspunkt, ne? Ja, Glück hast du auch. Ich habe auch Glück. Muss ich da alles neu würfeln? Sieht wahrscheinlich so aus. Aber ne, Klugheit würde ausreichen. Dann würfel ich die Klugheit neu und mit der 12 ist es geschafft. Ja, du siehst es. Fast wärt ihr voneinander vorbeigefahren, aber du kannst erkennen, wie hier wohl die Felsen. Du kannst erkennen, dass da wohl Palmwedel und Bambusstöcker zusammengebunden worden sind, grau übergossen mit einer Masse. Und du kannst die Umrisse eines Tores erkennen. Und du siehst auch, wie Rotzen ausgerichtet worden sind, verborgen, aber sie folgen euch. Sind mindestens sechs Rotzen, die gerade auf euch angelegt haben. Ha, dieser Sausack. Signalisiert Kommunikations aufnehmen. Wir sind da. Ja, Mann. Ja, dann trete ich vom Achterdeck runter, um da zur Kapitänskajüte. Rein. Kapitän? Was ist los? Wir sind da. Wir haben das Versteck dieses Piraten gefunden. Ah, gut. Kommt, lass uns an Deck gehen. Ich Sie bin haben mal. uns wohl schon bemerkt. Ja. Ich würde mal aufs Oberdeck gehen, wahrscheinlich dann mit ihm zusammen. Philamin. Das seid ihr. Wir haben angehalten. Ist das das? Wir sind da. Nun müssen wir nur noch hinein. Diamantis, ich stehe nun schon hier, seit ihr weggegangen seid, aber ich komme nicht drauf. Was habt ihr denn gesehen? Er hat es clever versteckt, dieser Kottnass. Aber hier befindet sich der Eingang zu seiner Bucht. Ja, ist doch offensichtlich nicht wahr. Ist es also doch eine Illusion? Nein, keine Illusion, zumindest keine magisch gemachte. Aber sehr wohl von Menschenhand. Seht ihr, da drüben das Geflecht, was wie Felsen aussieht? Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr sehen, dass es sich dabei wohl um eine Passe oder irgendeine Farbe halten muss. Das ist ein Tor. Und da, versteckt von den Gebüsch und mit Palmblättern, befinden sich zwei Rotzen. Ja, sehr stümperhaft gemacht, muss man schon sagen. Ein Zwerg hätte das durchaus besser versteckt, aber naja. Nun, antworten Sie. Gucken wir hoch zum Topmast. Sie antworten nicht. Der Topmast hat auch nichts entdeckt. Seid ihr sicher, dass euer Brief angekommen ist? Wenn ihr wollt, könnt ihr mir noch einen Bin- und Sirole-Depesche verschicken. Das wird nicht nötig sein, wir sind doch jetzt schon da. Und die wissen, dass wir da sind. Wahrscheinlich wird das eine Weile dauern, bis Kottnass informiert wird, wer genau hier vor Anker, wer genau sich vor seiner Bucht befindet. Dieser Nunziovolo, das ist dieser Botenvogel, nicht wahr? Ja, In in der der Tat. Tat. Den nutzen wir in der Armada auch. Warum sollten wir das nicht drauf ankommen lassen? Ihnen direkt Bescheid geben. Nun, dann lass den Anker auswerfen. Bis wir Antwort halten. Und verwechseln können Sie uns jedenfalls kaum. Wir könnten natürlich auch mitsamt eines Ruderbootes selbst dorthin rudern, aber. Wir sollten erstmal abwarten, ob Sie uns überhaupt willkommen heißen. Hi, Kapitän. Ich würde mich ungern in, nun ja, in ein Piratennest begeben, wo ich nicht willkommen bin. Eine sehr weise Entscheidung. Könnt ihr die Ausmaße des Tores ausmachen, Diamantus? Meint ihr, wir würden da überhaupt durchpassen? Ja, weiß ich nicht. Meister, ist das tatsächlich so Da ein Tor, kommt was man ihr öffnet, damit. durch, ja. Also wenn die das öffnen würden, kommt ihr da durch. Ja, dieses Tor, oder was auch immer zu sein scheint, versperrt uns den Eingang zur Bucht. Und das ziemlich clever, ich gestehen muss. Nun, nachdem ihr es gesagt habt, kann ich es in der Mitte erkennen, aber ich war mir nicht sicher, wie weit es reicht. Ja, also ich sehe da gar nichts. Hier, schaut euch das Fernglas, Rafim. Vielleicht kannst du die Rotzen erkennen. Ja, bist du dir auch sicher?
Sehr sicher. Naja, wenn du das sagst. Wenn ich in den Lauf einer... Ich erkenne es, wenn ich in den Lauf einer Rotze schaue. Ja, ja, ja. Mindestens die vier da sind auf uns gerichtet. Ja, das sieht jetzt schon aus wie eine Rotze. Hast du jetzt nicht unrecht. Ja, und was machen wir jetzt? Einfach warten, bis die kommen, oder wie? Nun, wir warten, bis sie uns signalisieren, dass wir Zutritt erhalten oder uns einlassen. Naja, wir sind ja gewissermaßen Gäste. Sollten wir, wie habt ihr das noch genannt, aber mir Etikette zeigen? Ja. Hin und wieder kommt ihr doch etwas mit, was ich sage. Ja, meistens ist es langweilig, aber manchmal ganz interessant. Eine Viertelstunde wartet ihr hier. Könnt immer mal wieder auf die verschiedenen Dinge an dem Felsen zeigen, bis ihr dann erkennt, wie das Tor geöffnet wird. Nach oben gezogen, es rattert, einige graue Brocken fallen ab, die wohl so etwas wie Felsen darstellen sollten. Und dann wird es für all die anderen, die es noch nicht gesehen haben, offensichtlich. Bambus, Palmwedel. Und es öffnet sich eine kleine Bucht, in die ihr einfahren könnt. Sandstrand, einige weitere Hütten und viele Schiffe. Die Rotzen sind allesamt auf euch gerichtet. Ihr könnt einige Maraskaner erkennen, die entweder verschiedene Pfeile bei sich tragen, zusammen mit Bögen, oder aber andere Dinge, maraskanisch, exotisch, irgendwelche Wurfsterne, die sie dabei haben, oder Lassos. Wenn ihr dann den Anker wieder lichtet und mit geruderten und wenigen Segeln dann in das Innere der Bucht einfahrt. Es gibt hier keinen richtigen Steg, keinen richtigen Kai, sodass ihr dann einfach nur wieder einmal kurz vor dem Sandstrand anlegen müsstet und dann den Rest mit Booten rüberfahren müsstet. Mittlerweile ist das gesamte Dorf, das gesamte Nest der Piraten aus den Hütten herausgekommen, waffenstarrend. Und es sind sicherlich mehr als 200 Leute, die euch jetzt hier anstarren. Zudem weitere Soldaten, die auf den Schiffen selbst stationiert sind und dort feuerbereit warten. Das Schiff selbst, die Tiger von Maraskan mit einer unbekannten Nummer, ist auf alle Fälle trotz der eingezogenen Segel zu erkennen. Ein weißes Schiff mit gelben Segeln, was dort eben liegt und selbstverständlich angemalt ist. Talucke, Tiger von Maraskan. Nun, wirklich ausgebaut ist es nicht, aber groß genug allemal. Da müssen wir hoffen, dass sonst so. Diese Piraten hier gnädig gestimmt sind oder wohlwollend gegenüber. Denn aus unserer Position heraus könnten die uns problemlos kaputt schießen, ohne dass wir uns wehren könnten. No. Und ich möchte darauf hinweisen, sollten wir stiften müssen, ihr werdet es nicht hinbekommen, glaube ich, den Kahn rechtzeitig zu wenden, bevor wir Probleme bekommen. Oh, jetzt unterschätzt uns doch mal nicht. Das ist tatsächlich eine richtige Einschätzung, Boltax. Wir kriegen den Kahn nicht gewendet. Naja, ihr vielleicht nicht. Nun, die Beschwörung will ich sehen, die ihr vorbereitet und durchgeführt bekommt, bevor wir in Schwierigkeiten sind. Oh, ich dachte hier eher an andere Sachen. Nun gut. Wollen wir das Beste erstmal hoffen und gehen wir an Land. Wir wären ja wohl kaum hierher gekommen, wenn ihr dem Mann nicht zumindest in den Grundzügen trauen könntet. Nun, ich glaube an gemeinsame Interessen. Ich glaube daran, dass er sich der Schuld, die er uns gegenüber hat, bewusst ist. Nun, dann hoffen wir, dass wir den richtigen Ton finden. Wenn ihr mit eurem kleinen Beiboot nach drüben fahrt, mit einem unguten, flauen Gefühl im Magen, so wie ihr vor den Piraten steht, dann könnt ihr am Strand antreten und erkennt eine kleine Mannschaft, die euch dort umfängt. Ihr erkennt einige Leute wieder, die bereits im Bauch der Dämonenarche gemeinsam mit euch gefangen waren. Der stumme Bordheiler Mujiajian und auch die Seekriegsmagierin, wenn man sie so bezeichnen mag. Wirklich viel hat sie nicht mit euch gesprochen, aber Felix Ijida. Und daneben in der Mitte Kotnas Hahn mit einer Augenklappe, mit seinem typischen mit seinem typischen Piratenhut. Ihr könnt erkennen, schwarzes Haar, silberne Fäden, die durchgezogen sind und die Haut von der Sonne verbrannt. Weite Pluderhosen, kurze Weste
und über bestückt mit Balestrinas. Ich nicke einmal dem Heiler zu, war schließlich der sympathischste aus der ganzen Gruppe, und trete dann einmal zur Seite, damit unser Kapitän vortreten kann. Kapitän, so sieht man sich wieder. Schneller als wir dachten, beide vermutlich. Shasak, Morenes, was führt euch hierher? Wer hat euch davon berichtet, dass ihr mich hier findet? Und ihr selber? Das ist eine Lüge. Es war der Klatsch, gewissermaßen. Erolijida, die Scharlachrote, gab uns den Tipp. Erolijida, so. Chasue. Dann sollte ich mit ihr einmal ein Wörtchen reden, ne? Sie weiß eben, auf wen man vertrauen kann. Also gut, reden wir. Denn so wie ihr geankert habt, vermute ich, dass ihr etwas mit mir besprechen wollt. In der Tat. Vielleicht sollten wir dies drin tun. Also gut, ich vertraue meinen Männern, die ich hier habe, aber gehen wir rein. Ich habe keinen Palast, keine Villa, die ich euch anbieten kann, aber Bambus soll genügen. Kommt mit. Wir hoffen, diesen Aufenthalt so kurzweilig wie möglich zu gestalten. Das hoffe ich auch, Pimpanak. Ich würde ihn mal verfolgen, dann, wohin er geht. Ja, damit geht er in eine kleine Hütte. Nicht besonders groß, nicht besonders groß ausgestattet. Und dann könnt ihr euch dann auf Sitzsäcken stehen, hinstellen, beziehungsweise hinsetzen. Und vor euch dampft eine Kanne mit Zartee. Also gut, trinken wir. Oder bevorzugt ihr etwas mit Alkohol? Nein, Tee ist eine hervorragende Lösung. Besonders wenn man diesen Tee im Besonderen betrachtet. Ich dachte, Tee wäre ein Aufguss, keine Lösung. Ach, ist das jetzt wichtig? Ja. Ihr seid wahrlich einzigartig. Also gut, redet. Nun, wir haben ein gemeinsames Anliegen. Die blutige See zu bekämpfen, nicht wahr? Nun, das tue ich bereits seit vielen Jahren. Immerhin werde ich gesucht. Nun, wir sind auf einer Mission, um dieses Treiben auf der blutigen See etwas zu unseren Gunsten zu verbessern. Ich bin gespannt, was ihr dann zu bieten habt. Wir wollen zum Friedhof der Seeschlangen. Chasuel. Ihr mit schreiende Dummheit. Was für ein einzigartiger Gedanke. Nun, für die einen mag es wie Dummheit erscheinen, für die anderen wie eine langfristige Lösung. Und jede Heldentat gelte als Dummheit, hätte sie nicht aus irgendwelchen Gründen Erfolg gehabt. Stellt euch doch mal vor, wenn es uns gelänge, diese Pforten, zumindest einige von ihnen oder eine von ihnen, zu verschließen. Es wäre doch allen hilfreich, nicht wahr? Nun, ich kann euch sagen, wo ihr sie findet. Aber solltet ihr vorsichtig sein, mit eurem großen Schiff seid ihr dort auf dem Präsentierteller. Denn sie kommen von unten. Aber bringt uns das nicht direkt zum Punkt der Sache. In der Tat. Er verengt seine Augen oder sein verbliebenes Auge zu schlitzen. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir möchten, dass ihr uns in die Nähe bringt. Nicht direkt hin zum Friedhof, sondern in einer Bucht in der Nähe. Ihr kennt euch am besten auf dieser Seite Marskans aus. Moloka, Pimpernak, Shasak, Kabal. Und das heißt ja. Das heißt stimmt ja. Chasuel. Denn wie ihr sagt, sich dem Friedhof von See her zu nähern, wäre Torheit. Also gehen wir über Land. Wenigstens das letzte Stück. Ist euch ernst? Nun, wenn ihr nicht wisst, wie ihr in Sinoda anlanden sollt, dann lasse ich euch gerne einen Steuermann geben. Nicht in Sinoda, in der Nähe des Friedhofs. Moloka. Bimbanashaksas, Shasakabal. Das klingt fast muss so. Muss ich für euch übersetzen, oder? Nein. Angst, oder? Also, ist euch ernst, damit die blutige See zu bekämpfen, oder nicht? Helft ihr uns?
Wieso sollte ich diese himmelschreiende Dummheit mit euch ausführen? Ich mag euch nicht einmal. Ich nenne euch nicht einmal Bruder, Schwester. Ihr müsst mich nicht mögen oder uns. Aber stellt euch doch vor, wie einfach es wäre, eine Dämonenarche zu vernichten, wenn ihr wisst, dass sie brennen kann, sie aber nicht. Wer ist dieser Mann? Morenes, ich kenne euch und ich vertraue euch. Genauso wenig wie Sanin, aber dieser Garetia, dieser Fremdigi, was tut er hier? Warum redet er für euch? Er ist ein neues Besatzungsmitglied. Er hat seinen Platz noch nicht gefunden. Das sehe ich wohl. Wir haben ihn als Experten angeheuert in dieser Sache. Er wird uns möglicherweise helfen können, die Pforten zu schließen. Beantwortet mir eine Frage. Warum sollte ich mein Schiff, meine Tiger von Maraskan, mit euch zum Friedhof der Seeschlangen fahren? Oder kurz davor? Und es wird euch viel Ruhm einbringen. Ah. Ihr seid dann der Held, der half, die Pforten zu schließen. Und ist dem so? Außerdem die Tiger von Maraskan eine Talucke ist. Und deutlich bessere Überlebenschancen hat in der Nähe des Friedhof der Seeschlangen als die mondsilberne Drachentöter. Ja, überleg doch mal, wenn die Tiger von Maraskan dort gesehen wird, von wem wird man wohl sprechen, wer die Pforte geschlossen hat? Hm? Wird man von uns sprechen? Vermutlich eher nicht. Aber wird man von euch sprechen? Ja, ja. Er hat wohl die Pforte geschlossen, Kotnas, na? Kotnasan, na? Ja, 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 das habe ich auch gehört. Hast du gehört, dass Kotnasan die Pforte geschlossen hat? Und ihr verlangt nur, dass ich euch dorthin bringe? Genau. Ihr springt an Land und der Ruhm gehört mir. Wenn ihr das erwünscht. Nun, das wäre natürlich schön, wenn ihr uns auch wieder abholen könntet. Natürlich vorausgesetzt, dass wir diese Unternehmung überleben. Aber weiter bis nach Andalkan fahre ich nicht heran. Ihr müsstet dort von Bord gehen. Ich denke, das wird reichen. Sajanar und Buli sind Todeszonen. Ich denke, Andalkan müsste reichen. Was schätzt ihr? Wie lange brauchen wir durch den Dschungel bis dorthin zum Friedhof? Nun, wenn ich gehe, einen Tag. Wenn ihr geht, sicherlich 3 Tage. Nun gut, diese 3 Tage werden wir irgendwie überleben. Könnten durch die Erde gehen, durch Sumus Leib? Nein, das könnten wir nicht. Doch. Nein. Also 3 Tage. Bringt ihr uns also dorthin? Er fängt wieder sein Auge zu einem Schlitz und scheint nachzudenken. Trinkt erstmal so von seinem Zartee. Chasul. Ist ein weiter Schritt zu unserem Bündnis gegen die blutige See und ihren Heptarchen. Wo habt ihr Erol Jita getroffen? Auf See, vor Sinoda. Und wieso hatte sie euch den Sternpunkt von meinem Nest verraten? Weil ich so nett gefragt habe. Jeder mag Bultax. Entweder das oder weil sie an die Zukunft dieses Bündnisses glaubt. Ja, ich muss mit den Tetrarchen sprechen. Also gut. Ich bringe euch nach Andalkan. Von dort aus müsst ihr selbst überleben. 3 Tage werdet ihr sicherlich dort brauchen. Und 3 Tage wieder zurück. Aber ich werde nicht vor Ort bleiben. Was glaubt ihr, wie lange ihr am Friedhof verweilen werdet? Ich hoffe nicht mehr als 1-2 Tage. Ich hoffe, ihr wisst, dass das Gebiet der Hässlichen ist. Ja. Dort liegen Echsen. Die Hässlichen. Die Ungeschaffenen. Ah. Vor allem Hässliche und Ungeschaffene. Und das Schiff bleibt derweil hier und nun ja. Ihm geschieht hoffentlich nichts. Ich schau ihn mal ernst an. Ja, er überlegt noch, aber scheint mit seinen Gedanken woanders zu sein. Ja, ja. Also gut. Machen wir es so. Nachdem ich bereits die andere Dämonenarche und euch gerettet habe, kann ich euch nun noch nach Andalkan bringen. Sehr clevere Entscheidung.
Euer Ruhm verblasst. Das wurde mir schon von vielen gesagt. Einschließlich einer Fasara-Spektabilität. Ja. Ihr werdet feststellen, dass Papier geduldig ist. Und Zwerge leben sehr lange. Also gut, dann tun wir es. Die Tiger von Maraskan wird aufbrechen. Er gibt mir 5 Stunden Zeit. Ich würde ihm die Hand reichen. Er lehnt ab, schüttelt mit dem Kopf. Die Hand zurück und schüttelt den Kopf um. Ihr seid ein Garetcher. Nehmt es mir nicht böse, aber ein Versprechen von euch und ein Handschlag bedeutet nichts. Nun, vielleicht müsst ihr uns näher kennenlernen. Die Zeit muss zeigen. Dasselbe habe ich zu ihm gesagt. Aber sagt, wo ist der Greifenmund? Lange Geschichte, kurzer Abriss. Bord. Er hat den Borons-Kreis beschritten, ne? Er ist ins Licht gegangen. Ja, so drücken wir es auch aus. Nein, ihr versteht, er ist wortwörtlich ins Licht gegangen. Zu seinem Gott. Habt ihr ihm ein paar Ratschläge mit auf den Weg gegeben? Ja, er soll sich immer seine Hosen waschen. Will ich nicht. Was denkt ihr denn? Der wusste genau, was er tat, glaubt. Also gut. Wenn ihr noch etwas braucht, dann seht euch um auf Beskar. Aber geht nicht zu tief in den Dschungel, die Affen sind tödlich. Gut. Damit erhebt er sich und geht nach draußen, lässt euch einfach sitzen und fängt an herumzurufen. Irgendwelche maraskanischen Namen, irgendwelche Flüche und dass seine Tiger von Maraskan abreisebereit werden soll. Ja, Diamantis nutzt die Gelegenheit und spuckt den Tee aus, den er schon die ganze Zeit im Mund hält und verdammt bitteres Zeug. Er gibt nicht mehr als Aschenbecher her. Naja, das lief doch ganz gut. Laufen alle eure Verhandlungen so ab? Ja, in der Regel schlechter. Manchmal trinken wir noch etwas. Ja, und meistens sterben die Hälfte der Beteiligten. Ja, das klingt wie leer nach meinem Geschmack, bitte. In letzter Zeit waren Verhandlungen mit Piraten überraschend einfach. Ja. Vielleicht hättet ihr ihm nicht nennen sollen, wo ihr eure Informationen her hattet. Es könnte euer Verhältnis zu dieser, wie auch immer, belasten. Deshalb wollte ich ja sagen, dass es vom Klatsch kommt. Es ist nur was, Karl. Es kommt wie so heraus. Ich denke nicht, dass er uns das geglaubt hätte. Wir mussten ihm etwas geben. Ihr hättet so etwas sagen können wie, ein Zauberer verrät niemals seine Tricks. Ja, Klatsch wäre ja nicht gelogen gewesen. Wir haben es ja wirklich über den Klatsch gehört. Sie ist eine Maraskanerin und sie hat uns etwas Neues erzählt. Das ist die Definition von Klatsch. Ja, einerlei. Es ist passiert. Vielleicht sollten wir von das Schiff zurückkehren und nun ja, die Mannschaft und die restlichen Offiziere darauf einrichten, dass sie für einige Zeit hierbleiben müssen. So dies nicht passiert ist bereits. Die Dukatengarde soll dafür sorgen, dass bloß keiner von diesen Piraten auf unser Schiff kommt. Ja. Gut, dann machen wir uns bereit zum Aufbruch. 5 Stunden sind nicht lang. Oh, was meint ihr, soll ich meine alte Holzrüstung anlegen? Was ihr mir hier vorhabt. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht wäre es eine schöne Geste für die anderen Maraskaner, wenn ich so ein Hartholzharnisch trage. Könnte es nicht genauso gut sein, dass es die anderen Maraskaner beleidigt, wenn ihr eine ihrer kultureigenen Rüstungen tragt? Aber keine Sorge, sie ist ja extra für mich angepasst, ein bisschen kleiner und schön in Orange gehalten. Und das wollt ihr jedem einzelnen Mann, den ihr seht, erklären? Ja, wenn sie fragen, aber das wird sich über den Klatsch ja sowieso verbreiten. Und da habt ihr wohl recht. Es war nur die Frage, ob es klug wäre oder nicht. Aber vielleicht wäre es auch, unangenehm, weil ich mir damit ihre Kultur aneigne. Schwierig. Nun, ihr solltet es eher so betrachten. Ist es eurer aufgespießten Leiche wert, ihre Kultur beleidigt zu haben oder nicht? Nun, ja, ich behalte meine bessere Rüstung an. Ich glaube, eine sehr weise Entscheidung, Bord Magus. Ja. Kapitän, wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich werde zusehen, dass ich den Eggelschreck noch fertig angerührt bekomme. Er musste eine Weile ziehen.
Ja, wenn ihr nach draußen kommt, aus der kleinen Hütte heraus, könnt ihr bereits sehen, wie sich vor allem auch eure Maraskaner, die ihr an Bord hattet, ins Wasser gestürzt haben, stehen jetzt am Strand mit nasser Kleidung und verbreiten den neuesten Klatsch. Ja, ich würde auch mein Bord zurückkehren wahrscheinlich und auf jeden Fall meine schwarze Robe ablegen, weil ich würde ungern im maraskanischen Dschungel von irgendwelchen Rebellen getötet werden, weil ich eine schwarze Robe trage. Und mir Dschungelkleidung anziehen, die ich mir in Seenot besorgt habe. Also gut. Wir haben uns natürlich alle bunte Dschungelkleidung in Seenot besorgt. Ja, 5 Stunden habt ihr, um euch vorzubereiten. Wer soll mitkommen an Bord der Tiger von Maraskan? Wir haben Abelmir, wir haben Voltax, Diamantis, Rafim. Wollt ihr Mira mitnehmen? Ja. Mira kommt mit. Dann Tikala von den Kikewanak. So ist es. Serpentilio de Lazar. Der natürlich Senior Ortemol anbieten wird, mitzukommen, der das dann hoffentlich dankend ablehnt. Ja, tut er. Er möchte auf alle Fälle bezahlt werden. Das heißt nicht, ihr bezahlt ja nicht ihn, sondern ihr bezahlt ja nur die Dienste. Und zwar im Vorfeld. Und er selbst wird natürlich hier bleiben, weil er das für wesentlich einfacher hält, als sich in den Schlund einer Seeschlange zu stürzen. Und er wird auch darauf hinweisen, sollte Serpentilio nicht wieder auftauchen, wird er trotzdem bezahlt, ausbezahlt, für die restlichen Tage, die er weg war. Und danach wird er als gesucht in sämtlichen Hafenstädten angegeben, zumindest im Perlenmeer. Ich mochte schon immer euren Sinn für Verhältnismäßigkeit, denn... Ach, selbstverständlich. Das ist das, was der König vorgeschlagen hat. Gut, dann kommen Serpentilio zu Lamin mit. Ortomol bleibt hier. Dann seid ihr 7 plus Mira. Möchtet ihr noch jemanden mitnehmen? Tigrich? Eure eigenen Maraskaner? Wir hatten schon einen Akkolizianer angeheuert, oder? Auf Sinoda? Ja. Wenn ihr mich nicht täusche. Lamin hat das doch gemacht, oder? Gut. Und Tigrich war unser Späher, der uns schon auf Yandros Kam begleitet hat, das oder? Das ist korrekt, genau. Eure Schützin aus Perikum ist noch verletzt. Die würde sich dann eben auch sparen. Der Eukolizaner ist ein unglaublich alter Mann. Er hat auch keine Spinne mit dabei. Die würde sich mit Mira höchstwahrscheinlich auch nicht vertragen. Er müsste sich eine Spinne dort suchen. Und er hat auch gesagt, dass man ihr nur folgen kann. Man kann ihr keine Befehle geben, aber das ist der Weg. Und seine Dienste sind nicht kostenlos, aber man kann die bezahlen mit einer Dukate pro Tag. Und ihr wolltet eine Ruhe und eine Gorpriesterin haben, ja? Oder, wenn schon, wenn schon. Gut. Ja, einen von beiden. Dann habt ihr die beiden Zwillinge Achtef Sabu von Sinoda und Eilasab von Zinobab angeheuert. Eine Ruhe und eine Gorpriesterin, die euch ebenso begleiten werden. Das sind dann 7 plus 3 plus Tigrich sind 11. Ja, und dann wahrscheinlich mit Maskern aufstocken, die alles wir für relativ für vertrauenswürdig halten. Auf 16? Also wir heuern vor Ort Söldner an, wir nehmen nicht Matrosen mit. Ach so. Oder? Ich weiß nicht, die... Ich glaube nicht, dass die Matrosen für diesen Einsatz gut geeignet sind und naja, wir brauchen sie, um das Schiff zu bemannen. Richtig, da darum recht. Ja, gut, dann also das wird ihre Talente irgendwie schon vor die Hunde werfen. Also jetzt von den Piraten welche anheuern oder meinst du jetzt noch aus Sinoda? Also wir hatten auf jeden Fall darüber gesprochen, dass wir den Rest mit maraskanischen Söldnern auffüllen. Ob es jetzt interessanter ist, welche von Kotnas mitzunehmen oder von Sinoda, keine Ahnung. Ich glaube, die Qualität ist dieselbe. Du musst einfach nur mit dem Beutel Geld winken. Es wäre vielleicht nicht schlecht, von hier Twitch anzuwerben, da wir damit auch Kotnas signalisieren, dass wir ein gewisses Grundvertrauen zu ihm haben. Du meinst, dass er auch ein Interesse daran hat, uns wieder abzuholen? Genau, ja? Dafür sind die Jungs hier wieder. Ja, gut. Okay, dann rührt Serpentilio weitere Tränke an und er füllt auf 16 auf. Gut, dann habt ihr, Moment, ich muss gerade mal zählen, ihr seid 7 plus 3 plus Tigrech sind 11 und dann auf 16 zugekommen noch 5 von den Söldnern von Kotnas Hahn. Gut,